Guten Morgen. Ich möchte euch heute erzählen, warum das wir bei unserer Jüngsten und ich möglichst wenig Medienzeit bis gar keine Medienzeit geben. Zumindest ist das bis etwa vor bis sie 3,5. Ja, aber bis sie 3,5 geworden ist, haben wir das so gehandhabt, dass sie keine Bildschirmzeit dürfen hat. Das Einzige, was sie dürfen hat, sind Tipptei-Bücher. Die mit dem Stift und Tonis oder halt Tigerbox. Und aktuell ist es so, dass wir ihr auch mal ihre Woche und gehörig die Haare rausbürsten. Ich versuche sie für den Rest der Woche zu zöpfeln. Aber auch mal eine Woche werden sie gewaschen und bürstet. Und weil sie das nicht gerne hat, aber sich die Haare auch nicht abschneiden lassen will, gibt es halt dazu jetzt meistens eine Folge Peppa Pig. Oder Bobo, Siebenschläfer oder der Elefant. Ja. Und das geht dann irgendwie 20 Minuten und dann schalten wir wieder aus. Manchmal akzeptiert sie es gut. Manchmal würde sie natürlich gerne noch mehr schauen. Aber wir bleiben da streng. Ich habe nicht das Gefühl, dass es bis 4 viel bringt, wenn Kinder mir jetzt nicht überkommen. Zumindest bin ich dafür, dass man sie begleitet. Ja, jetzt aber nicht Zeit, um mit ihr, also weder Zeit noch Lust, um mit ihr herzusitzen, außer eben beim Haarwürsten. Und ja, mit ihr eine Sendung anzuschauen und dann darüber zu reden. Oder was auch immer. Also gibt es einfach keine. Und ich denke, dabei bleibe ich, bin sehr gut damit gefahren und ich denke, sie hat genug Input durch Hörspiel oder die Bücher, die Tipptei-Bücher, weil das ist ja ein Stück weit schließlich auch Medienzeit. Aber ich habe das Gefühl, dass sie sich dort damit relativ gut machen kann, beziehungsweise lässt sie Tonis meistens, wenn sie ins Bett geht, zur Einschlafbegleitung und dort liege ich auch daneben, dann lassen wir das Zimmer. Und es sind eh immer die gleichen Geschichten, wo sie dann x-mal nacheinander hört. Eine Zeit lang hat es ein bisschen ausgeartet, weil sie dann, das ist so nach Weihnachten gesehen, hat sie auch einen neuen Tag gehabt, glaube ich. Und der ist dann fast den ganzen Tag gelaufen, das hat mich dann gestört. Aber es ist zum Glück, so wie es kam, schon wieder gegangen. Also sie hat dann das wieder aktuell eigentlich nur noch zum Einschlafen. So. Sie haben Minuten bis maximal eine Stunde in der Regel, jetzt aktuell, wo sie braucht, bis sie schläft. Genau. Und ja, bei der Grossen sind wir natürlich auch jetzt grosszügiger. Sie dürfen, wenn sie von Schule haben kann, ein Gameboy. Und sie dürfen auch mal eine Stunde auf dem Tablet eine Sendung schauen oder auf YouTube. Das begleiten wir aber nur mehr. Wir haben aber eine Art Kindersicherung. Ich tue und ich frage meinen Grossen ab und zu, was er so schaut. Ich kontrolliere es schon ein bisschen und weiß, dass es nichts irgendwie Schlimmes ist. Ich weiß, dass er sich dort einfach Inspirationen holt für seine Lego-Bauten oder dass er Let's Plays anschaut von Spielen, die er vom Gameboy hat oder spielen will, die ihn interessieren. Und die Grosse schaut meistens so Fernsehsendungen. Und ich habe das Tablet automatisch so eingestellt, dass je nach App, dass ich keine Zeiteinschränke gebe. Und er kommt dann meistens so, Mama, kann ich eine Viertelstunde Bilder anschauen? Also dann auf Google. Kann ich eine Stunde jetzt YouTube haben? Und dann gebe ich den Code und das läuft. Oder er sieht auch mal, Mama, ich möchte jetzt eine Stunde lang Procreate, also das Zeichnungsprogramm. Und dann darf er das. Jetzt bin ich dort einmal ziemlich, also zumindest unter der Woche dürfen sie. Und sie dürfen auch mal Fernsehen schauen, aber ich habe am Wochenende, weil ich will ja natürlich nicht, dass die Klein Fernsehen schaut. Also muss sie dafür schon im Bett sein. Und weil sie halt auch nicht so früh ins Bett geht, ist es dann eher am Wochenende der Fall, dass wir mal den Fernseher einschalten für eine Stunde, bevor sie ins Bett gehen. Genau. Ja, am Wochenende tendieren sie dann aber schon dazu, dass sie auch mal länger wollen.
Und ich schwank dann dort, also länger irgendwie am Gameboy sitzen. Ich schwank dann so hin und her zwischen dem Unerzogenen, ja, selbstbestimmt. Sie dürfen, solange dass sie wollen, versus, ich gebe klare Zeitvorgaben. Weil ich das Gefühl, dass es selbstbestimmt schauen und oder Gamer vor allem und ja, zu wissen, wenn es genug ist, dass das nicht funktioniert. Vor allem bei Spielen, wo ja immer weitergehen, wo es verschiedene Levels gibt. Ja, ich habe das Gefühl, dass wie das Spiel logischerweise so programmiert sind, dass man nicht einfach so gut aussteigen kann. Und dass ich dann doch da habe ich einen Rahmen vorgeben muss. Logischerweise sage ich nicht mitten drin, so jetzt pumpst du halt Schuss. Aber ich sage so, jetzt machst du das noch fertig und erinnere ihn halt noch zwei, dreimal dran, mach das Level fertig, abschalten und dann funktioniert das eigentlich unterdessen relativ gut, was auch bestätigt, dass es wirklich ein gewisses Alter braucht, bis Kinder gut damit umgehen können, dass irgendwann halt Stopp ist. Ich meine, es ist 10, die Grosse ist 8. Aber Bienen habe ich leider schon relativ früh angefangen mit kleinen Filmchen auf YouTube oder so, der kleine rote Traktor, Feuerwehrmann Sam oder so. Und als sie noch klein waren, ist es ihnen extrem schwer gefallen, zum Abschalten, zum daraus rauszukommen. Es war fast immer ein Theater gewesen. Ein Gebrüll, es, ja, wo dann fast der Nutzen von der Bildschirmzeit, ich habe jetzt 20 Minuten lang habe ich jetzt meine Ruhe, kann etwas machen und sie schauen da, also begleitet es jetzt mal auch noch nicht, aber es sind wirklich nur kindgerechte, altersgerechte Sachen, glaube ich. Ja, also der Nutzen hat dann der Schaden eigentlich nur mal überwogen. Aber eingeführt habe ich es mal darum, weil unser Gross extrem Mühe hatte, um nach dem Mittagsschlaf wieder ins Jetzt zu finden. Also er hat dann wirklich extrem geschrauen, hat so viel Mühe gehabt mit dem Übergang. Und wir haben ihn nicht können trösten, nicht mit Heben, nicht mit Nucki, nicht mit Ablenken. Also es hat wirklich nichts funktioniert. Bis dann hat der Mama auf die Idee gekommen, also, ja, auf YouTube was laufen zu lassen. Und dann hat es sich beruhigt. Und das Einzige, was funktioniert hat, ja, ich weiß, es ist Ablenkung, es ist nicht wirklich schlau gewesen, aber er hat uns 10 Minuten eingeweint, locker oder noch länger. Weil er einfach den Übergang nicht hätte können machen. Aber das ist so sein Ding mit dem Schlafen. Er ist schon nie, ich habe immer so die Hoffnung gehabt, wenn ein Baby am Morgen verwacht im Bettli und ich merke es und komme dann her, dann strahlt es und steht an der Gitterstäbe und lacht. Aber das hat er nie gemacht. Er ist immer verwacht und hat geweint. Die Grosse hat dann das können und die Kleine auch. Das war kein Problem gewesen, aber ja, er hat das nicht geschafft. Ja, darum haben wir das eingeführt und logischerweise, weil die, ja, hat die Kleinen auch, also die Mittleren auch, relativ früh dann angefangen zu schauen. Auf jeden Fall, aber eben ist das Ausschalten nie einfach gewesen. Und erst jetzt, oder ja, keine Ahnung, vielleicht, was er, wenn er es angefangen hat, 6, 7, 8, ja, um diese Zeit herum ist es dann kein Problem mehr gewesen. Genau, und darum bin ich dabei ein bisschen grosszügiger und denke, dass sie so, wenn sie während der Schule gut als Ausgleich und zum Machenfahren nutzen kann. Wichtig ist mir natürlich, dass sie sich trotzdem draussen bewegen, gerade am Wochenende schaue ich dann schon, dass ein Ausgleich da ist. Aber bei der Kleinen bleibe ich dabei. Wir lassen das vorläufig sicher so, dass sie einfach zum Haarbürsten darf. Und ansonsten fragt sie nicht danach. Und solange sie nicht danach fragt, sage ich keinen Grund, ihr das geben, weil sie beschäftigt sich auch wunderbar, wenn sie muss, auch mal allein, spielt allein für sich. Und das ist super und das will er nicht nehmen, weil ich glaube, ja, jede Zeit, wo sie vor dem Bildschirm hocken, ist eine Zeit, in der sie nichts lernen kann. Und mag jetzt ein bisschen ängstlich klingen, ich das auch nicht verurteilen, wenn jemand das anders handhabt.
Aber ich finde, in dem Alter muss man es noch ein bisschen begleiten. Und ja, das mag ich nicht. Ich mache lieber mein Zeug, wenn sie schön im Spielen ist. Und wenn sie mich braucht, dann schauen wir miteinander die Bücher an, dann lese ich etwas. Ja, genau, so ist das. Ihr könnt mir gerne von euren Erfahrungen berichten oder wie ihr das handhabt. Und im neuen Jahr schaut es ja vielleicht bei uns wieder anders aus. Wer weiß, aber bis jetzt kommen wir sehr gut zurecht, also wie es ist.